Ja, es ist ja so, wir leben ja in unserem Umfeld, Open Source Bereich, auch so ein bisschen in einer Blubberblase. Wir denken ja zum Beispiel Schweiz und Kugis, das geht zusammen, da gibt es einfach praktisch gar nichts anderes. Aber ist das wirklich so? Und da hat sich die Kugis-Anwendergruppe in der Schweiz dieser Frage auch angenommen und die Ergebnisse dieser Umfrage, die sie durchgeführt hat, präsentiert uns jetzt Hansjörg Stark. Vielen Dank für die kurze Einleitung. Ich weiß gar nicht, was man im Ausland über die Schweiz denkt und Kugis wusste ich gar nicht. Ja, wie auch immer. Schönen guten Morgen. Ja, ich möchte euch in den nächsten Minuten die Ergebnisse vorstellen einer Umfrage, die wir durchgeführt haben. Wir hatten 15 Fragen formuliert, die zum einen mal ganz generell zu Kugis sind, zum Anwendungseinsatz, dann aber auch spezifisch so ein bisschen die Beziehung Kugis-Nutzer, Kugis-Nutzergruppe. Das war eigentlich meine Hauptmotivation. Das kann ich ja hier in dem Sinn jetzt schon mal sagen, dass ich denke, Open-Source-Projekte oder Open-Data-Projekte leben natürlich hauptsächlich davon, dass es Freiwillige gibt, die sich da engagieren. Und meistens, wenn dann was gut ist, dann gibt es viele, die das nutzen. Aber so, ich sage jetzt mal, den Return dann auch was beizutragen, da klemmt es manchmal. Und für mich war so ein bisschen die Motivation hier herauszufinden, wie groß ist der Anteil von denen, die eigentlich aktiv mit Kugis arbeiten und von denen, die sich auch in irgendeiner Form in diesem Projekt engagieren. Und deshalb habe ich diese Umfrage dann initiiert, auch ein bisschen im Kontext, dass ich vergangenes Jahr das Präsidium der Kugis-Nutzergruppe in der Schweiz übernommen habe. Und da ist immer gut, wenn was Neues kommt und man auch wirklich was macht. Gut, wir hatten die Umfrage im vergangenen Herbst durchgeführt, das war im Zeitraum September bis Dezember. Und wir hatten dann am Schluss etwas über 100, 120, 130 Rückmeldungen. Ihr seht das hier auf der Folie. In der Schweiz haben wir natürlich im Vergleich zu Deutschland noch die Schwierigkeit oder die Herausforderung, sagen wir es mal so, dass wir mehrsprachig sind. Das heißt, wenn wir eine Umfrage durchführen, dann müssen wir da auch eine gewisse Rücksicht drauf nehmen, weil sehr schnell kommt sonst der Vorwurf, dass das zu einseitig ist oder dass man da zu wenig Rücksicht nimmt. Die Fragen übrigens für diejenigen von euch, die den Tagungsband haben, die findet ihr auf Seite 143 und 144. Ich habe die jetzt nicht explizit nochmal hier in meinen Folien aufgelistet. Also, ihr seht, großer Anteil an deutschsprachigen Rückmeldungen, 92, kann man sagen, nun gut, ich hätte vielleicht mehr erwartet, aber doch immerhin. Und etwa ein Drittel von dieser Zahl aus der französischsprachigen Schweiz. Und ich werde euch in nächster Zeit jetzt einfach die Ergebnisse soweit mal vorführen, dort, wo ich es für sinnvoll halte, etwas kommentieren. Und dann, wenn hoffentlich die Zeit noch reicht, auch gerne ein bisschen in den Dialog mit euch kommen. Vielleicht ist euch was aufgefallen, das uns bei der Auswertung nicht auffiel. Oder ihr sagt, habt ihr an das gedacht oder was macht ihr weiter, etc. Also der Dialog, den fände ich eigentlich noch schön. Tätigkeitsbereich, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Da haben wir gefragt, vier Bereiche zur Auswahl, also Non-Government Organizations, die NGOs, die öffentliche Verwaltung, ein privates Unternehmen oder einfach rein privat. Und ihr seht jeweils einerseits die Auswertung der deutschsprachigen Antworten, dann der französischsprachigen und dann habe ich das alles noch konsolidiert. Das ist meistens dann die größte Grafik, beziehungsweise hier nun unten links. Also man sieht, dass doch insbesondere die öffentliche Verwaltung ein Umfeld ist, in dem Kugis offenbar sehr gut ankommt, sehr viel Einsatz findet. Wie zu erwarten, natürlich Privatpersonen eher weniger und zu meinem Erstaunen eigentlich ein kleiner Anteil an NGOs. Und was eigentlich doch noch schön ist, dass insgesamt gesehen 48%, Entschuldigung, 39%, 48 Antworten, 39% dann doch auch in privaten Unternehmen Kugis zum Einsatz kommt, also nicht nur die proprietären
GIS, wie wir sie alle kennen. Dann Aktivität nach Regionen. Hier waren natürlich mehrere Antworten zulässig, weil ein Unternehmen je nachdem nicht nur in einer Region tätig ist, sondern teilweise Niederlassungen hat oder teilweise auch Kunden. So sieht das aus. Wie zu erwarten, Zürich, Großraum Zürich, hat in dem Sinn die meisten Nennungen erhalten und dann die Nordwestschweiz und auch der ganze Raum Mittelland. Tessin, wie zu erwarten, das ist die italienischsprachige Schweiz, ganz im Süden, ist hier, wenn man so will, eher noch im Hintertreffen, beziehungsweise hier gibt es doch noch einiges an Potenzial. Erstaunlich hoch war für mich noch der Anteil außerhalb der Schweiz, also offenbar Unternehmen, die nicht nur schweizweit tätig sind, sondern auch international und dort insbesondere offenbar Kugis auch einsetzen für ihre Projekte. Wenn man die Verteilungen anschaut in Bezug auf Deutsch, auf die deutschsprachige Region und die französischsprachige Region, dann sieht man da eine etwas eher ausgeglichene Situation im deutschsprachigen Raum. Hingegen im französischsprachigen Raum ist so der ganze Genfersee-Bereich, der ist offenbar doch deutlich, deutlich stärker vertreten. Die Tätigkeit nach Fachbereichen, da möchte ich jetzt im Detail eigentlich gar nicht so drauf eingehen, insbesondere nicht auf diese Auswertung. Man sieht, es ist relativ dispers. Ich habe das hier dann ein bisschen anders noch zusammengetragen, um das etwas besser lesbar zu machen. Also wir sehen hier, dass gerade im Bereich Aggregation und Publikation von Geodaten und im Bereich Natur und Umwelt und Planung Kugis besonders eingesetzt wird oder dass das diese Anteile am Gesamtkuchen sind, die die größten Teile für sich beanspruchen. Interessant war für mich, dass gerade im Bereich auch amtliche Vermessung und Leitungskataster Kugis Einsatz findet. Und dann halt eher noch so kleinere Nischenanwendungen. Ja, ich denke, das dürfte möglicherweise in Deutschland ähnlich sein. Dann die Anzahl der Installationen. Hier sieht man, dass eigentlich der Großteil Installation so zwischen 1 bis 10 liegt und danach wird es dann eher gering. Ich war erstaunt über, ich nehme mal an, dass das größere Verwaltungen sind, dort wo man doch 250 Installationen oder bis zu 250 Installationen hat, da nehme ich an, dass das größere solche Einheiten sind. Wo sind noch andere GIS im Einsatz? Wir wollten natürlich auch noch ein bisschen spüren, wie sieht das aus, also QGIS im Kontext von proprietärer Software. Und tatsächlich, wie zu erwarten, ist das natürlich so, dass in den allerwenigsten Fällen QGIS das einzige GIS ist, das im Einsatz steht. Und ihr seht das insbesondere in der deutschsprachigen Schweiz, knapp ein Drittel doch immerhin Unternehmen sind, die eigentlich ausschließlich QGIS einsetzen. Das war für mich eher erstaunlich. In der französischsprachigen Schweiz ist der Anteil deutlich geringer. Aber insgesamt betrachtet, etwa ein Viertel ist QGIS das GIS und bei drei Vierteln ist es eines neben anderen. Wir hatten dann natürlich noch ein bisschen spezifischer gefragt, falls andere GIS im Einsatz sind, welche sind das? Und wie zu erwarten war, ist natürlich das Haus Esri ArcGIS am stärksten vertreten, gefolgt von Geomedia. Das hat sicher auch ein bisschen den Hintergrund, dass gerade für Geomedia in der Schweiz gewisse Fachschalen, insbesondere in der amtlichen Vermessung existieren, die diesen Anteil entsprechend hoch werden lassen. In der französischsprachigen Schweiz ist die Verteilung etwas anders. Dort kommt insbesondere auch MapInfo noch vor, was in der deutschsprachigen Schweiz so kaum genannt wurde. Das war bestimmt vor 10, 20 Jahren noch ganz anders. Also da hat MapInfo irgendwie wahnsinnig an Marktanteilen verloren. Die Nutzungshäufigkeit. Schön zu sehen, dass der tägliche Einsatz von QGIS offenbar doch recht hoch ist, also mit dem Teil wird gearbeitet. Es dient beispielsweise nicht nur dazu, sage ich jetzt mal, für eine gewisse Datenverifikation alle paar Wochen, sondern damit wird offenbar wirklich, also wenn man täglich und wöchentlich zusammenfasst, doch sehr substanziell gearbeitet. Das ist eigentlich wirklich schön.
sowohl in der deutsch- als auch in der französischsprachigen Schweiz. Eingesetzte Betriebssysteme wollten wir auch noch wissen. Windows, ganz klar. Interessant, dass Mac OS beispielsweise in der deutschsprachigen Schweiz noch etwas häufiger genannt wurde als in der französischsprachigen Schweiz. Das hätte ich jetzt, so wie ich unser Land kenne, eher umgekehrt erwartet. Aber wie gesagt, man muss zu all diesen Zahlen natürlich sagen, es sind Zahlen von denjenigen, die mitgemacht haben. Wie repräsentativ das dann tatsächlich ist, da sind wir schon ein bisschen im Dunkeln. Aber immerhin, ja. Und dann Linux, denke ich mir, das hätte ich so erwartet. Und Android hat auch noch ein paar Nennungen. Aber wie gesagt, Windows, das Betriebssystem nach wie vor. Dann haben wir noch ein bisschen Fragen gestellt in Bezug auf Einfachheit, in Bezug Installation, Handling etc. etc. Und schön zu sehen, dass die meisten eigentlich sehr zufrieden sind hier. Also, dass die Installation offenbar gut funktioniert, dass das jetzt im Vergleich zu proprietärer Software beispielsweise nicht irgend so ein Pain ist, wo die Leute sagen, das Tool wäre zwar gut, aber bis ich das überhaupt nur zum Laufen bekomme, etc. etc. Also das sieht eigentlich doch sehr gut aus. Über 90% finden die Installation einfach oder sehr einfach. Wie häufig soll ein Update durchgeführt werden, ist im Moment auch eine ganz große Debatte im Cookies.org. Da haben wir schon gemerkt, dass sich unsere Nutzer zum Teil schwer tun, dass diese häufigen Zyklen doch auch eine gewisse teilweise Überforderung sind, das immer wieder aktiv zu halten, insbesondere wenn dann vielleicht noch gewisse Komponenten oder sage ich jetzt mal Add-ons oder sonstige Dinge mitgeführt werden, die dann vielleicht mit der neuen Version nicht mehr ganz so reibungslos passen etc. Da haben wir auch so von unserer Nutzergruppe gespürt, hey, bitte vielleicht auch mal ein bisschen langsamer. Und ich für meinen Teil würde sagen, hier sollte man auch noch, das ist vielleicht unsere Aufgabe als Verein, hier sollte man noch etwas deutlicher kommunizieren, was sind diese regelmäßigen Updates und was ist die LTR-Version, dass man da deutlicher vielleicht noch macht, wenn jemand die LTR-Version einsetzt, ist er nicht einfach von gestern, sondern das ist einfach die stabile Version, die empfohlen wird, gerade wenn noch andere Packages oder andere Komponenten mitgetragen werden sollen, dass man das vielleicht dort noch ein bisschen besser herausstellt, dass das nicht etwas Geringeres ist in dem Sinn. Natürlich ist nicht die aktuellste Funktion dann vorhanden, aber nichtsdestotrotz dafür ist Stabilität eher garantiert. Hauptaufgabe und Einsatz, also in dem Sinn, welche Funktionalität und so weiter werden am meisten verwendet, fand ich eigentlich sehr schön, dass das ziemlich ausgeglichen ist, also sowohl Analyse und die Datenprozessierung als auch die Darstellung etc., Visualisierung wurde am stärksten genannt, aber das ist alles so ein bisschen ähnlich, zeigt für mich, dass Cookies in dem Sinn, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen ein abgerundetes Paket ist, und nicht einfach nur für das gebraucht wird oder nur dort seine Stärken hat, aber fürs andere brauche ich dringend ein anderes System. Hat mich eigentlich hier sehr gefreut. Dann die Typologie, ganz klar Desktop, insbesondere in der deutschsprachigen Schweiz am meisten eingesetzt. In der französischsprachigen Schweiz ist der Server noch ein bisschen stärker, wenn man das miteinander vergleicht. Und mobil wird doch auch zu einem gewissen Grad genannt. Benutzerfreundlichkeit, hier sieht es nicht ganz so optimal aus, wie beispielsweise bei der Einfachheit der Installation. Meine These ist, oder mir geht das selbst so, dass ich denke, oder dass ich eigentlich sehr beliebt machen würde, auch in der ganzen Cookies-Community, insbesondere auch bei der Entwicklung, doch auch mal substanzielle Ressourcen einfach in die grafische Benutzeroberfläche zu investieren. Da orte ich manchmal, dass man zwar enorm viel einstellen kann, ich weiß nicht, ob ihr gestern im Cookies-Vortrag wart bezüglich kartografischer Darstellung, da kann man ja enorm viel einstellen, aber ich finde, manchmal ist das auch etwas überfordernd oder ich glaube, hier es gibt ja da Spezialisten, die sich insbesondere mit User Experience befassen und auch, sage ich jetzt mal, sogar forschen.
oder eine Ausbildung haben. Und ich denke, es wäre toll, wir könnten solche Leute noch ein bisschen mehr integrieren, die uns auch mal ein konstruktives Feedback geben, was können wir da verbessern, um diese Nutzerfreundlichkeit noch etwas stärker zu machen. Dann Absturzhäufigkeit, auch nicht ganz so positiv. Hier nehmen die Leute doch wahr, dass hin und wieder Cookie sich dann einfach aufhängt oder verabschiedet. Also das wird in dem Sinn schon auch wahrgenommen oder trifft einfach auch ein. Zufriedenheit mit der Zweckerfüllung, hier sehe ich dann doch eine deutliche Unterscheidung zwischen dem deutsch- und französischsprachigen Bereich. Wenn man das dann aber konsolidiert, schweizweit, ist es doch ausgeglichen zwischen zufrieden und sehr zufrieden. Also das ist eigentlich schön, oder, dass wir sagen können, unsere Anwender, die sind zufrieden mit dem Tool, ja. Wahrscheinlich sind die, die es nicht sind, die setzen es gar nicht mehr ein. Dokumentation, das ist auch, denke ich, ähnlich wie die Nutzerfreundlichkeit hier ordentlich auch noch Potenzial, noch Luft nach oben, dass man hier noch einiges machen könnte, dass einfach das Gesamtpaket oder den gesamten Eindruck der Software noch verbessern würde. Supportoptionen, hier war für uns dann am Schluss erstaunlich eine der Erkenntnisse, dass wir festgestellt haben, kostenpflichtiger Support oder Support als Dienstleistung wird eher nicht so in Anspruch genommen, sondern man hilft sich hauptsächlich über die offenen Kanäle, über die Foren oder so, aber nicht so, dass man sagen kann, hier besteht jetzt ein Markt, der sehr aktiv ist, ja, wo man sagen kann, doch, das ist wirklich ein Bedürfnis, die Leute sind auch bereit, was dafür zu bezahlen, hier kann man tatsächlich was so aufbauen. Vielleicht ändert sich das, ich weiß nicht, vielleicht müsste man den Markt auch aktiver beackern, aber insbesondere einfach die Feststellung, kostenpflichtiger Support wird kaum in Anspruch genommen. Dann eben so ein bisschen meine Motivation, Mitgliedschaft. Sind Sie Mitglied in unserer Schweizer Cookies User Gruppe? Und das hatte ich in etwa erwartet, dass die Mehrheit der Teilnehmenden oder der Anwender eben nicht Mitglied sind. Und da ist natürlich mein Wunsch, dass wir die noch etwas stärker integrieren können oder dass wir noch einen Großteil von diesen abholen können, unsere Nutzergruppe so weit attraktiv machen können, dass die sich hier auch melden, engagieren und dass wir so einfach auch etwas mehr Schub bekommen. Also nicht nur Nutzer zu sein, sondern in irgendeiner Form auch solche, die sich da engagieren. In der französischsprachigen Schweiz sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Dann hatten wir gefragt, warum denn nicht? Und die Argumente, so jetzt mal konsolidiert, sind kein Bedarf. Ja, ich habe es auf meiner Agenda, habe es einfach noch nicht gemacht oder keine Ressourcen, mich zu engagieren oder eben quasi, was habe ich davon? Und eigentlich sowohl deutsch- wie auch französischsprachige Schweiz. Dann für diejenigen, die Mitglieder sind, was würdet ihr ändern? Was hättet ihr lieber? Was wolltet ihr mehr? Der Wunsch nach mehr Austausch kam. Eine tiefere Hürde bei der Mitarbeit. Ich glaube, Cookies wird häufig doch, wenn es um Mitarbeit geht, noch so wahrgenommen, man muss so ein bisschen Freak sein oder man muss sehr gut codieren können und dann ist man mit im Boot. Und ich glaube, hier gibt es sicher noch ganz viele andere Aspekte, bei denen man helfen oder sich engagieren kann. Und ich denke, das dürfte man noch etwas stärker gewichten und kommunizieren. Ja, und finanzielle Ressourcen, wobei ich eigentlich denke, dass wir in der Schweiz da schon ziemlich gut unterwegs sind. Aber grundsätzlich sind die Leute eigentlich sehr zufrieden. Was sollte verbessert werden? Wie gesagt, auch hier grundsätzlich sehr hohe Zufriedenheit. Nicht zu komplex werden, das geht für mich wieder in Richtung Nutzeroberfläche etc., auch Funktionalität. Da so einen guten Kompromiss zu finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Performance wurde angesprochen, dass die besser werden sollte und auch die Stabilität und dann noch in Bezug auf Funktionalität einzelne Nennungen, die ich jetzt hier so nicht kommentiere. Was wäre der Beitrag, wollte ich dann auch noch wissen. Also was würdet ihr dann dazu beitragen?
Ganz viel wurde genannt, sich finanziell zu engagieren, um danach beispielsweise weitere Entwicklungen zu promoten und zu unterstützen und Kugis generell einfach bekannt zu machen, mitzugeben oder allenfalls eben das Engagement, denn beispielsweise beim Testing oder in der Schweiz sind wir auch daran, einzelne Fachschalen zu schreiben und Bugs zu melden. Also mein Fazit, generell sind die Nutzer, zumindest die, die teilgenommen haben, eigentlich sehr zufrieden. Wir haben eine relativ hohe Übereinstimmung zwischen der deutschen und französischsprachigen Schweiz. Verbesserungspotenzial wurde geortet in den Bereichen Stabilität, Dokumentation und Nutzerinterface. Wunsch nach mehr fachlichem Austausch und dann doch auch das Signal einer Bereitschaft zur finanziellen Beteiligung. Und kommerzieller Support, das hatte ich erwähnt, kaum in Anspruch genommen. Und die Frage, was ist der Benefit? Also hier müssen wir uns als Verein auch Gedanken machen. Bin ich sicher froh, wenn wir von euch aus Deutschland da vielleicht noch den einen oder anderen Input bekommen oder wie das bei euch wahrgenommen wird. Und in dem Sinn bedanke ich mich jetzt mal sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir nehmen sehr gerne Rückmeldungen entgegen, auch Ideen oder sowas und suchen da jetzt auch vielleicht mit Thomas den Austausch mit der deutschen Anwendergruppe. Vielleicht ergibt sich da was in diesem oder im nächsten Jahr, dass man da in irgendeiner Form was zusammen machen könnte. Oder für uns wäre natürlich auch spannend, wenn ihr, falls ihr die Ressourcen habt, diese Umfrage auch in Deutschland durchzuführen, dass man das dann auch mal vergleichen kann. Also da stellen wir gerne all das zur Verfügung, was wir können. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Zirk Stark, für diese interessanten Ergebnisse. Ich sehe hier einige Kugis-Anwender, aber auch Kugis-Entwickler. Ich denke mal, der eine oder andere hat dazu Anmerkungen und Fragen. Gerne, ja. Danke recht herzlich für die Ausführungen. Mich würde interessieren, an wen waren denn diese Fragen adressiert? Also welche Menge an Adressen habt ihr da angeschrieben und wie seid ihr überhaupt zu den Leuten gekommen, die dann beantwortet haben? Ja, ja. Wir haben das, sage ich jetzt mal, so ein bisschen guerillamäßig gemacht, im Sinne von einfach unser Netzwerk nutzen, das wir hatten. Also es gibt in der Schweiz noch so eine für Geo-Interessierte so eine Plattform, die heißt Geo-Web-Forum. Dort haben wir was gepostet. Dann natürlich in der Nutzergruppe auch mit der Bitte, streut das, etc. etc. Mein Wunsch wäre natürlich gewesen, aber das ist, das geht natürlich dann in Richtung Privacy, dass man quasi beim Kugis starten vielleicht mal so ein Pop-up hat, ja, wo man sagen kann, du pass auf, hier ist eine Umfrage, wäre schön, wenn du teilnehmen könntest, ohne irgendeine Verpflichtung oder ohne irgendwie eine Androhung, aber einfach so die Info, oder dass man sowas hätte machen können. Aber das natürlich dann, warum kommt jetzt das und so weiter. Ja. Also es war, sage ich jetzt mal, um die Frage zu beantworten, wir hatten nicht eine Adressliste, die wir systematisch angeschrieben haben, sondern haben einfach darauf gehofft, dass sich das auch über soziale Medien vielleicht oder so verbreitet. Ja, hat noch jemand eine Frage? Es ist vielleicht mehr eine technische Frage. Du hast angesprochen, dass die Updates, dass das so ein bisschen ein Thema ist. Ist das richtig, wenn man ein Update machen muss, muss man die alte Version deinstallieren oder eine neue installieren? Nein. Gibt es eine Update-Funktion? Ach so. Also, dass du quasi direkt aus der aktuellen Version sagen kannst, Update. Ja. Oder? Ich meine, man muss das neue Package runterladen und dann wieder installieren. Aber es ist kein Problem, dass zwei Versionen parallel laufen. Okay, so. Ja. Ich könnte dazu was sagen. Ja, gerne. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich war letzte Woche in der kantonalen Vermessung in Schaffhausen und da hatte mir Romy Di Fili mir gesagt, er hat alle drei Versionen, die Zweier, die 3.4 Long-Term-Release und die 3.6er parallel laufen. Das geht heutzutage. Aber ich glaube, die Frage war in eine andere Richtung, oder? Ja, ja, die Frage war, glaube ich, mehr, kann ich, wenn Kugis läuft, auf Sachen update und dann wird es upgedatet, so.
und nicht der, den Installationsprozess aktiv anstoßen. So war, glaube ich, die Frage, oder? Andreas, weißt du da mehr? Ich glaube, es geht nicht. Oder? Jürgen. Nee, dafür gibt es keine Funktion. Man kann zwar alle parallel installieren, aber man... Hallo? Ja. Also dafür gibt es keine Funktion für Updates aus Cookies heraus. Aus Cookies heraus auch nicht. Aber einen Installer gibt es schon. Also wenn man den Standalone-Installer benutzt, dann kriegt man auch einen, kann man auch einen Uninstaller machen. Wenn man aus GOVW, aus dem Online-Installer das macht, dann kann man auch deinstallieren, aber ja, da macht man normalerweise Updates. Ja, hat noch jemand eine Frage? Da gibt es noch eine Wortmeldung. Als ich deinen Vortrag zum ersten Mal hörte in der QGIS User Gruppe Schweiz, dachte ich, was interessiert mich eine Umfrage? Wenn eine Firma eine Umfrage macht, dann will sie wissen, wie sie ihre Produkte besser verkauft. Kann ja hier nicht sein. Oder wenn die Politiker Umfragen machen, dann machen sie eine Umfrage, weil sie ja dann wieder gewählt werden wollen. Was passiert jetzt? Was ist das Motiv gewesen, die Umfrage zu machen? Und was passiert damit? Ist ja jetzt eben schon angeklungen. Das finde ich sehr spannend. Ist das jetzt eine Frage oder war das ein Kommentar? Beides. Frage, ja, was passiert damit jetzt? Ich hatte jetzt ja ganz zu Beginn erwähnt, was mich motiviert hatte, oder? Also, dass ich eigentlich möchte, dass diejenigen, die QGIS nutzen und auch davon profitieren, dass die sich in irgendeiner Form auch wieder kenntlich zeigen in diesem Projekt und da ein bisschen zu sensibilisieren, eigentlich, hey, das Bewusstsein, ich nehme was kostenlos oder gratis oder einfach so jetzt im Vergleich zu anderer teurer proprietärer Software, vielleicht könnte ich auch mal drüber nachdenken, was kann ich zurückliefern und in irgendeiner Form, oder das kann sein, dass man sagt, ich organisiere mal ein Treffen für unsere Gruppe, für unsere Nutzergruppe. Es kann sein, ich arbeite an der Dokumentation mit oder irgendwas, ja. Oder ich halte mal einen Vortrag zu dem, was wir damit machen, um mein Wissen auch zu teilen, etc. etc. Aber einfach, dass man merkt, hier, ich profitiere davon und ist eigentlich nichts anderes als recht, wenn ich auch wieder was zurückgebe. So, das war eigentlich so ein bisschen meine Motivation, ohne Druck. Aber trotzdem zu sagen, je mehr sich engagieren, auch vielfältig, desto weiter kommen wir insgesamt als Gruppe. Ja, dieses Statement lasse ich einfach mal so stehen und gerne. Bedanke mich nochmal bei Hans-Jörg Stark. Sehr gerne.